Gut 10 Jahre ist es her, da hat sich ein Fahrzeughersteller aus Korea, allen voran Kia, daran gemacht, die Automobilwelt so richtig aufzumischen. Erst wurden sie belächelt, ja, mittlerweile ist das gar nicht mehr so, dass die Leute über Kia lachen. Im Gegenteil, Kia hat sich echt als Marke super gemausert, vor allen Dingen unter dem Designer Peter Schreier. Ja, und mittlerweile muss auch so ein Kia-Modell wie unser Ixie, den wir heute für euch haben, sich nicht mehr hinter den großen verstecken und allen voran den Bestseller in diesem Segment der Crossover-SUVs, dem VW T-Roc. Und genau darum geht es heute. Wir werfen einen Blick auf den Ixeed und schielen immer mal rüber nach Wolfsburg und schauen, was der Ixeed besser kann als der VW T-Roc. Der SUV-Boom ist ungebrochen. Ja, und wie ungebrochen der ist, das sieht man an den Zulassungsstatistiken. Regelmäßig sind diese SUVs gerade in diesem Segment der kompakten, der Crossover-SUVs ganz oben in der Zulassungsstatistik. Ja, und im Moment führt sie noch der VW T-Roc an. Aber mit unserem Ixeed hat Kia wirklich ein Modell auf die Räder gestellt, was ich mit dem echt messen kann. Ja, und messen, das ist das Schlagwort, die Abmessung unseres Ixeed. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 4,39 Meter, sind da deutlich größer als der VW T-Roc. Haben allerdings hier eine ziemlich kompakte Dachlinie. Wir haben hier nur eine Höhe von 1,49 Meter und das bringt einfach eine richtig tolle Dynamik hier in dieses Fahrzeug. Ja, und Dynamik ist sowieso so ein Punkt. Schaut sie euch an, die Front und natürlich die Tiger Nose, das typische Kia-Designmerkmal, was hier an unserem Ixeed aber gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Im Gegenteil, wir haben hier nur noch so einen kleinen Bürzel und das meiste der Tiger Nose, das trägt hier der Kühlergrill bei. Und der ist natürlich genau wie die anderen Elemente hier am Fahrzeug wirklich edel gehalten. Wir haben hier so dieses Schwarzchrom, wir haben hier unten schwarzglänzend. Also da hat sich Kia nicht lumpen lassen und wirklich einen rausgehauen. Das Einzige, was mich hier an der Front stört, das sind hier diese Kunststoffelemente. Die ziehen sich leider ums komplette Fahrzeug, denn die sind jetzt bei unserem Fahrzeug, das hat jetzt 18.000 Kilometer auf dem Tacho, schon echt sandgestrahlt. Also das hätte ein bisschen besser aussehen können. Dafür schaut er gut aus mit seinem 4-Augen-Tagverlicht, mit seinen LED-Scheinwerfern, mit seinem LED-Blinker. Ja, und das ist hier bei unserem Modell alles serienmäßig. Kia bringt nicht nur optisch tolle Fahrzeuge, sondern auch nach wie vor preislich. Das Basismodell des Ixeed startet bei 21.390 Euro. Unser Modell in der mittleren Ausstattungslinie Spirit bringt es auf den Listenpreis von 30.290 Euro. Wir haben hier noch so ein paar Extras an Bord, unter anderem Navigationspaket, ein Exklusivpaket und natürlich die Lackierung, die ist ebenfalls aufpreispflichtig. Das ist hier in unserem Fall Fusion Orange Metallic. Ja, und wir kommen hier auf einen Listenpreis von 33.500 Euro und dafür bekommt ihr wirklich richtig, richtig viel geboten bei Kia. Unter der Haube unseres Ixeed steckt die Top-Motorisierung mit dem Top-Getriebe. Wir haben hier einen 1,6 Liter Vierzylinder Turbo Benzin Direkteinspritzer. Bei Kia nennt man das dann Turbo GDI. Ja, und haben eine Leistung von 150 kW, sprich 204 PS und maximales Drehmoment ab 1500 Umdrehungen von 265 Newtonmeter. CO2-Ausstoß, vielleicht ganz interessant, gerade im Hinblick auf die doch jetzt in Zukunft steigende Kfz-Steuer. Wir haben hier einen CO2-Ausstoß von 148 Gramm CO2 pro Kilometer. Unter anderem serienmäßig an unserem Ixeed Spirit die 18 Zoll Leichtmetallfelgen mit dem 235er Reifen. Und das ist eine ganz gute Kombination. Und natürlich um den SUV-Charakter, den dynamischen Charakter rauszuheben, hier ebenfalls Radlaufverbreiterungen in Kunststoff. Oft sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Den Zündschlüssel kann ich eigentlich ganz getrost in der Hosentasche lassen. Ein Knopfdruck genügt, das Fahrzeug entriegelt. Ja, und was wirklich cool ist, wir haben hier eine beleuchtete Türgriffmulde. Das ist so ein kleines, feines Feature. Dass man es bei Kia ernst meint, was Fahrzeugabsatzzahlen angeht, das sieht man auch an der Seitenansicht. Designed ist unser Kia Ixeed wie alle anderen Kia für den europäischen Markt im Designzentrum in Frankfurt. Ja, und da hat man den Stift gewedelt und man hat wirklich eine tolle Fahrzeugsilhouette gezaubert.
Wir haben eine relativ flache Fensterlinie, eine wirklich hohe Brüstung. Also das macht so diesen stattlichen Charakter. Und natürlich solche kleinen Elemente, die gefallen mir mal sehr gut. Das sind hier diese Fenstereinfassungen in Aluminium. Das wirkt einfach nur sehr, sehr edel. Was man vielleicht hätte dann noch auch in Aluminium machen können, das wäre die Dachreling. Die ist nämlich leider nur silbern lackiert. Aber da kann ich bei diesem Listenpreis von 33.000 einfach wirklich einen Abstrich machen. Sagen, okay, sei es drum. Dafür haben wir halt wirklich noch viele, viele tolle andere Elemente an Bord. Er hat schon was von einem Crossover, ja, er hat schon fast was von einem Sportback, wenn er so hier steht. Vor allem mit diesen schmalen LED-Heckleuchten, mit dem LED-Leuchtband, das sieht wirklich alles sehr, sehr toll aus. Auch ein echter Pluspunkt für mich, das sind diese kleinen Details mit diesen glänzend schwarz eingefassten Zusatzleuchten. Auch der Diffusor, das ist alles in Silbern lackiert. Ja, das hier sind natürlich wieder mal nur Blendrohre, aber finde ich, stört jetzt überhaupt nicht. Ein kleiner Punkt Abzug, den muss man definitiv geben. Das ist hier dieser Kunststoff, der hier verbaut ist, denn der ist wirklich sehr, sehr kratzempfindlich. Also da reicht schon, wenn du hier so einen ganz leichten Kratzer mit dem Fingernagel machst, hast du hier eine Spur drin. Das ist leider ein kleiner Flop. Hinter der Heckklappe mit dem X-Seed-Schriftzug, mit dem tollen Dachkantenspoiler und den Flaps und natürlich mit der elektrischen Öffnung verbirgt sich ein Kofferraum mit einem Volumen von 426 Liter und auch hier jagt der X-Seed dem T-Roc wieder Punkte ab. Der schafft es nämlich gerade mal auf 400 Liter Laderaumvolumen und wir haben hier einen doppelten Laderaumboden, wir haben hier ein Gepäcknetz. Ich kann den Boden einfach noch nach oben setzen, ich kann meine Rückenlehnen 20 zu 40 umklappen. Also da ist genug Laderaumvolumen für jeden Einsatzzweck vorhanden. Willkommen im Innenraum des Kia X-Seed. Ja, und auch hier soll er natürlich nicht fehlen. Der Blick auf das Armaturenbrett, auf das Lenkrad, auf die Navigationseinheit und natürlich dann der Blick rüber nach Wolfsburg zum Konkurrenten, zum T-Roc. Ja, und ich fange einfach mal direkt an mit dem Wichtigsten. Das ist das Lenkrad. Wenn ihr das hier so in der Hand habt und seht, es fühlt sich richtig hochwertig an. Auch da macht Kia genau da weiter, wo man am Exterieur aufgehört hat. Das Leder hier am Kranz ist super weich. Die Aluminiumspange hier ist perfekt. Die Bedienung, die Multifunktionsbedienung hier auf der linken Seite für die Radioeinheit, für das Telefon. Auf der rechten Seite für die Navigationssteuerung, für das Multifunktionsdisplay, für den adaptiven Abstandstempomat. Das ist hier über so Kippschalter gelöst. Die bedienen sich richtig gut. Wir haben hier schwarz glänzende Inlays. Wir haben eine schwarz glänzende Speicher. Also das ist wirklich alles richtig super gelöst. Ja, und der Blick nach vorn dann, nicht durch die Scheibe, sondern kurz davor auf den Tacho, der zeigt mir hier einen analogen Tacho. Links der Drehzahlmesser, rechts der Geschwindigkeitsmesser. Ja, und in der Mitte haben wir ein Farbdisplay. Das bekommt ihr bei den Wolfsburgern in der Standardausführung nicht. Und diese Standardausführung, die haben wir jetzt hier ebenfalls. Denn optional liefert Kia den X-Seed sogar mit einem voll digitalen Tacho. Die Materialauswahl an den Türverkleidungen, die ist natürlich hier ebenfalls richtig klasse. Das geht los mit geschäumtem Kunststoff hier oben, geht weiter mit Türinlays, natürlich hier ein Kunstleder mit einer weichen Armauflage. Alles eingerahmt von so einer schwarz glänzenden Verkleidung, was eine Art Zierleiste ist. Der Türgriff, der Öffner in Aluminium, der Türzuziehgriff hier in Aluminium. Wir haben an den Fensterhebern Aluminiumstreifen gebürstetes. Also das sieht wirklich gut aus und da verzichte ich auch gern auf so eine LED-Ambientebeleuchtung und freue mich hier über dieses tolle Material. Lediglich im unteren Bereich, da ist es so ein kleines bisschen kratzempfindlich, das muss man einfach sagen. Da habe ich sogar schon den einen oder anderen Kratzer hier reinbekommen in die Türverkleidung. Das passiert einfach beim Einsteigen. Da hätte man einfach einen anderen Kunststoff wählen können, der ein bisschen robuster ist. Dafür gibt es leider einen Punktabzug. Ein riesengroßer Pluspunkt, das muss man einfach sagen, da muss man auch ein Kompliment aussprechen an die Kia-Ingenieure, an das Kia-Controlling. Das ist hier die Materialauswahl, besonders am Armaturenbrett. Das hat jetzt, wie ihr hier seht, so eine Ziernaht. Das ist natürlich nur eine eingegossene Ziernaht, ändert aber nichts dran. Das Armaturenbrett selbst ist geschäumt, es ist weich und mit dieser Ziernaht, auch wenn sie nur eingegossen ist, wirkt das wirklich sehr, sehr edel und da setzt sich dann auch direkt eine Etage tiefer fort. Wir haben diese schwarz glänzenden Elemente von den Türverkleidungen, die finden wir hier rechts, die finden wir links, die ziehen sich hier oben bis zur Tachoabdeckung, die ziehen sich rechts und links am Tacho lang. Ja, hier haben wir den Zierstreifen, die Lüftungsdüsen
sind wieder in Aluminium eingefasst. Also das ist alles wirklich sehr, sehr hochwertig. Und selbst wenn ich noch mal eine Etage tiefer gehe, hier unten alles wieder geschäumter Kunststoff. Das Einzige, wo es dann Hartkunststoff ist, das ist hier dieses kleine Stückchen. Das war es dann aber auch schon, denn ein Stückchen weiter nach hinten gerutscht in der Mittelkonsole haben wir wieder alles in schwarz glänzend ausgeführt. Und ich muss sagen, es ist wirklich gar nicht so griffempfindlich. Du siehst nicht wirklich jeden Finger drauf. Also das schwarz glänzende hier ist wirklich ganz toll gemacht. So, und natürlich haben wir dann wieder die Aluminiumelemente am Doppelkupplungsgetriebeschalter um die Schaltkulisse. Also das ist alles wirklich eine tolle Auswahl. Und ja, was soll ich euch sagen? Natürlich haben wir eine Zwei-Zonen-Klimaanlage und wie das für Kia üblich ist. Wir haben eine Sitzheizung, wir haben eine Lenkradheizung, wir haben alles da, was du als Fahrer brauchst, was du haben möchtest. Und ja, was ich natürlich noch brauche, ganz oft und ihr vielleicht auch, das ist ein Ladepad und wir haben hier ein QI-Ladepad mit einer Anzeige. Da fände ich es allerdings cool, wenn man das so gelöst hätte, dass man vielleicht diesen Knopf dann doch noch so macht, dass man dann das QI-Ladepad auch an- und ausmachen kann. Das wäre noch stark gewesen. Unser X-Seat in Ausstattung Spirit kommt immer mit dieser Teillederausstattung daher. Da habt ihr in der Mitte so relativ robusten Stoff. Wir haben hier die Sitzwangen mit gelochtem Leder. Wir haben die Wangen mit Glattleder. Ja, und ein Punkt, der wirklich sehr, sehr schön ist, das sind hier diese Zierkeder. Die finden sich von der Farbe her am Armaturenbrett wieder, weil sie halt in Silbern gehalten sind. Die Ziernähte sind in Silbern gehalten. Das wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Ja, und wer möchte, bekommt natürlich auch eine Volllederausstattung. Das ist dann im Platinum-Modell der Fall. Und wenn ihr das ordert, dann habt ihr sogar eine Sitzbelüftung mit dabei an Bord. Also da ist wirklich alles da, da bleiben keine Wünsche offen. Und ihr seht es, wir haben keine klassische Handbremse, wir haben eine elektrische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion. Wir haben hier zwei Getränkehalter, die sich natürlich noch mit einem Rollo abdecken lassen. Ja, das gibt es in Wolfsburg natürlich nicht beim T-Roc. Also da seid ihr schon ziemlich weit vorn mit eurem Kia X-Seat. Ja, natürlich haben wir auch eine Mittelarmlehne, die sich in der Länge verstellen lässt, in der Höhe nicht. Aber dafür haben wir hier ein Staufach, in das ihr auch ordentlich was reinpacken könnt. 1390 Euro möchte Kia für unser Navigationssystem mit dem 10,25 Zoll Display Aufpreis haben. In der Platinum Edition ist es dann natürlich serienmäßig, aber die Bedienung ist wirklich super. Es gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen diese drei Kacheln, die ihr euch dann noch ganz individuell konfigurieren könnt, wenn ihr einfach eine andere Information da rein haben wollt. Einfach hier rüberziehen, fertig, das war's schon. Über diesen Home-Button seid ihr immer wieder zurück auf eurer Startseite und ihr habt ja die verschiedenen Unterfunktionen. Das funktioniert alles wirklich gut. Ihr könnt euer Apple CarPlay halt verbinden. Also das gefällt mir sehr gut. Die Zieleingabe ist wirklich sehr, sehr einfach. Die Berechnung ist schnell. Wir haben natürlich eine Sprachsteuerung über Android Auto. Ja, wir haben DAB+, wir haben den normalen Radioempfang. Also hier ist wirklich alles da. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine Online-Verkehrsinformation, damit ihr da nicht in irgendeinen Stau reinfahrt, den ihr eigentlich gar nicht haben möchtet. Also das bedient sich wirklich gut und auch so dieser freigestellte Bildschirm, das ist alles super gelöst, sieht sehr, sehr edel aus und bedient sich ganz gut. Und ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist hier bei der Navigation, das ist die Kartenfunktion. Die lässt sich nicht nur hier über die Finger auf und zu skippen, sondern ihr könnt das halt auch über dieses Drehrädchen dann ändern. Das ist toll gelöst. Eine wirklich tolle Sache, die Kia anbietet, die hatte ich beim Kia e-Soul schon ausführlich getestet und jetzt natürlich auch hier bei unserem X-Seat. Das ist UVO. Dahinter verbirgt sich quasi die Konnektivität, die Verbindung deines Smartphones mit deinem Fahrzeug. Und ihr seht das hier, ich habe mich einmal registriert, mein Fahrzeug angemeldet, aktiviert, kann meine Parkposition mir anschauen, kann mir meine letzten Fahrten anschauen, wie bin ich gefahren, wie schnell bin ich gefahren, welche Distanz, welche Höchstgeschwindigkeit. Das ist ja mal ganz interessant, wenn man sein Auto mal verleiht. Ja, und natürlich ganz wichtig, der Fahrzeugstatus, Motor aus, Tür entriegelt oder halt dann die Klimaanlage an oder aus. Das geht hier natürlich dann eher so um diese Elektrofahrzeuge. Da kann ich jetzt hier nicht wirklich viel klimatisieren, aber ich kann halt wirklich checken, sind meine Türen verriegelt. Und natürlich habe ich dann noch eine ganz wichtige Anzeige nochmal. Das ist hier meine Restreichweite. Also wirklich eine sehr nützliche App, eine sehr intuitive App und eine sehr gut zu bediente App. Also das ist einer der wenigen Apps, die wirklich von mir aktiv genutzt werden. Mit meinen 1,68 Meter bin ich natürlich jetzt eher so der durchschnittsgroße Fahrer. Ja, der Sitz ist auf mich eingestellt. Ich habe da natürlich Platz. Wenn natürlich ein größerer Fahrer vorne sitzt, könnte das schon mal ein bisschen eng werden. Aber die Sitze hier, die geben so ein bisschen nach. Ich kann meine Füße ganz gut hier nach unten stellen. Und wirklich schön ist auch, dass die Sitzfläche relativ tief ist. Also du sitzt hier auch wirklich, denke ich, auf längeren Strecken sehr, sehr gemütlich.
Leider sparen sich viele Hersteller im Fondbereich dann die hochwertigeren Materialien. Bei Kia ist das zum Glück nicht der Fall. Wir haben hier zwar einen härteren Kunststoff, aber haben hier ebenfalls dieses Kunstleder, haben ebenfalls eine gepolsterte Armauflage. Ja, und was richtig cool ist, vor allen Dingen im Sommer, dann ist es nämlich heiß, das ist die Sitzheizung für die hinteren, äußeren Rücksitze. Die ist bei uns hier in einem Extrapaket nochmal enthalten. Das kostet auch nochmal 1300 Euro. Aber da bekommt ihr dann nicht nur die Sitzheizung hinten, sondern noch viele, viele andere Fahrassistenzsysteme. Die zeige ich euch aber, wenn wir fahren. Und das machen wir jetzt als nächstes. Das Wichtigste natürlich, wie fährt er, der Xceed, mit seinen 204 PS? Und ich muss sagen, es ist ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten. Die Federung ist nicht zu hart, sie ist nicht zu weich, die Lenkung ist nicht zu hart und nicht zu weich. Also man hat hier eigentlich einen ganz guten Kompromiss gefunden. Ja, und ich muss sagen, es könnte vielleicht so ein kleines bisschen knackiger sein, das Fahrwerk. Vor allen Dingen in schnellen Kurven merkst du dann halt schon, dass er so ein bisschen zur Seitenneigung nach rechts und links neigt. Ja, und ein Punkt, der euch vielleicht interessiert, das ist, wie sieht es mit dem Durchschnittsverbrauch aus? Und da schaue ich einfach mal in die Multifunktionsanzeige und ich habe hier über 800 Kilometer jetzt im Moment einen Schnitt von 10,3 Liter. Also das ist schon, finde ich, echt ordentlich für ein Fahrzeug in dieser Gewichtsklasse, in dieser Abmessung, auch wenn er 200 PS hat, 204, es ist wirklich sehr, sehr durstig. Also du musst den 1,6 Liter Motor schon wirklich am Gas halten und da kompensiert die hohe Leistung das leider fehlende Drehmoment leider überhaupt nicht. Die 265 Newtonmeter, sie sind zwar da, aber nur wenn du wirklich das Gaspedal ordentlich durchtrittst und wirklich ordentlich, ja, Benzin durch die Brennräume fließen lässt, dann beschleunigt er auch entsprechend. Für so normale Dahincruisen ist das völlig okay, aber wenn du wirklich mal so einen Zwischensport hinlegen willst, dann musst du wirklich ordentlich Gas geben und auch den Kickdown nutzen. Ansonsten die Übersichtlichkeit nach rechts und nach links durch die Säulen und die Spiegel, die ist eigentlich sehr gut gegeben. Es gibt ja Fahrzeuge, da wird das immer so ein bisschen abgedeckt, die Säule und der Spiegel, das summiert sich dann im Blickfeld, was dir die Sicht versperrt. Das hast du hier gar nicht. Du schaust hier wirklich ganz entspannt über die Spiegel drüber. Und ich muss sagen, die Spiegelfläche selber ist wirklich gut. Auch die Höhe der Spiegel ist wirklich ganz angenehm. Also das fährt sich wirklich richtig gut. Und was ebenfalls sehr, sehr gut ist und mir wirklich sehr gut gefällt, das muss ich wirklich sagen, das sind die Sitze. Wir haben ja die Version mit der manuellen Verstellung. Wer möchte, bekommt ja auch noch eine Version mit elektrischer Sitzverstellung. Das Einzige, was ich habe hier eine elektrische Lendenwirbelverstellung. Ansonsten muss ich das alles manuell tun, aber in Sachen Seitenhalt, auch in schnellen Kurven, in Sachen Bequemlichkeit, wenn du mal eine längere Strecke auf der Autobahn fährst, also da gibt es gar nichts. Und natürlich mit unserer Sitzheizung, da bist du auch im Winter sehr, sehr gut unterwegs. Ja, und auch hier auf dem unebenen Asphalt, ich denke, man merkt das ganz gut, wie er so die Schlaglöcher und die Bodenwellen, die Kanten einfach so wegschluckt. Es kommt so ein kleines bisschen in den Innenraum durch, aber das ist wirklich völlig im Rahmen des Vertretbaren. Was ich leider schade finde, ist, dass wir hier über unseren Fahrprofilschalter nur zwei Fahrmodi haben. Ich habe zum einen den normalen Modus und habe dann halt noch einen Sportmodus. Das war es dann am Ende aber auch schon. Ja, und der Sportmodus vom normalen Modus unterscheidet sich jetzt nicht wirklich viel. Ich würde sagen, die Lenkung geht ein kleines bisschen schwerer im Sportmodus. Natürlich ist die Gasannahme und die Gaspedallinie ein bisschen geschärft. Also er nimmt ein bisschen spontaner das Gas an, hängt ein bisschen besser am Gaspedal. Das war es dann im Grunde schon. Eine Auswirkung aufs Fahrwerk haben wir hier in diesem Fall nicht. Und ja, was ich noch schade finde, ich würde mir noch einen dritten Modus wünschen und das wäre für mich so ein Eco-Modus, in dem man einfach so ein bisschen entspannter noch fahren kann irgendwie. Und natürlich, wenn ich jetzt hier den Fuß vom Gas nehme, dann so diese Segelfunktion habe, also Motor auskuppeln, um dann einfach zu rollen. Das gibt es hier leider nicht, aber es gibt den Xceed ja mittlerweile mit einem 48 Volt Mild Hybrid System. Und ja, das hat Kia mittlerweile serienmäßig in alle Fahrzeuge eingebaut. Und bei diesen Modellen ist es dann in Kombination mit dem Doppelkupplungsgetriebe durchaus möglich.
einfach zu segeln, einfach zu rollen. Ja, und nicht nur die Mild-Hybrid-Version hat Kia im Programm, sondern auch einen Plug-in, der allerdings dann ohne Turboaufladung auskommen muss. Und ja, mit dem kommt ihr dann bis zu 50 Kilometer auch rein elektrisch. Ja, es geht auf die Autobahn, klassisches Autobahntempo. Ich aktiviere einfach mal den Tempomat bei Tempo 130 und lasse ihn einfach mal rollen. Abstand ist so auf Mitte gewählt. Und ja, was sehen wir? Wir haben natürlich den Spurhalteassistenten an Bord und ich warte jetzt einfach mal, bis er mir die erste Warnmeldung bringt. Da habt ihr die erste Lenkkorrektur gesehen. Wir haben hier so eine langgezogene Kurve und wieder eine Korrektur auf der linken Seite. Ja, dieses Spielchen, das macht er jetzt so die nächsten 100 Kilometer. Er schaltet nämlich nicht aus, aber es sieht halt schon ein bisschen merkwürdig aus für die Leute, die hinter euch fahren, weil er wirklich immer so dieses Ping-Pong da fährt, also von der rechten zur linken Linie, von der rechten zur linken Linie. Also das ist halt die Systemeinstellung hier im X-Seat. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Totwinkelwarner an Bord. Der registriert den Verkehr nach hinten. Hier kommt jetzt gerade eben ein Fahrzeug. Da war sie schon, die Warnmeldung. Wenn wieder frei ist, kann ich einfach überholen. Ich habe in den Außenspiegeln so kleine LEDs und das in Kombination funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und was ebenfalls gut funktioniert, das ist der adaptive Abstandstempomat. Ich kann hier wirklich ganz entspannt meine Geschwindigkeit am Lenkrad einstellen, meinen Abstand zum Vordermann einstellen und er bremst dann wirklich automatisch ab. Und wir fahren einfach mal so ein bisschen schneller und hören uns nochmal die Windgeräusche an. Die halten sich wirklich im Rahmen des Erträglichen. Ich habe hier so an der linken Seite am Spiegel so ein bisschen ein Windgeräusch. Wir fahren jetzt 160 und ich denke, das ist schon ganz okay. Ich hoffe, man hört das jetzt hier übers Mikrofon so ein bisschen. Es ist gut gedämmt. Es könnte natürlich noch ein bisschen besser sein, aber für diese Preisklasse völlig ausreichend. Ja, wir fahren mal noch eine extra Runde hier durch den Kreisverkehr und dann siehst du das halt schon, vielleicht sogar jetzt hier im Video, dass er doch sich so ein bisschen mit der Karosserie neigt. Also die erhöhte Bodenfreiheit, die kommt halt immer so ein bisschen, naja, an ihre Grenzen, wenn es dann halt wirklich so ein bisschen sportlicher zugeht. Aber die Abstimmung ist trotzdem sehr, sehr neutral. Also ich habe es kaum geschafft, ihn mal so, wenn ich ihn mal schnell um die Kurven gewedelt habe, dass die ESP-Regelung eingreift. Das funktioniert wirklich gut. Man muss allerdings dazu sagen, wenn es nass ist, sieht das hier so ein bisschen anders aus. Denn wir haben hier im Fahrzeug kein Allradantrieb. Der X-Seat wird immer nur als reiner Fronttriebler geliefert, egal welche Version du bestellst. Da hat der VW T-Roc eindeutig so ein bisschen die Nase vorn. So, noch mal ein bisschen einen kräftigen Bremstest. Also ihr seht, er verzögert schon ordentlich mit den Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse. Hat jetzt sogar die Warnblinkanlage aktiviert, um meinen Hintermann zu warnen. War natürlich keiner hinter mir. Aber die Bremse beißt schon ordentlich. Und auch der Druckpunkt der Bremsanlage, der bleibt, auch wenn du das ein paar Mal machst, eigentlich wirklich sehr, sehr konstant. Da gibt es nichts zu mängeln. Auch die Kraft, die du aufwenden musst hier zum Bremsen, absolut passgenau. Insgesamt passt der Fahrkomfort, die Geräuschisolierung, ja, und das Fahrgefühl hier wirklich sehr, sehr gut zum Interieur mit seiner wirklich hochwertigen Ausstattung. Und ja, der 204 PS Motor macht das, was er soll. Er ist ein kleines bisschen durstig, aber da kann ich wirklich bei dem Preis drüber wegschauen, denn das, was ich hier spare, die 9000 Euro gegenüber dem VW T-Roc, die kannst du schon wirklich sehr, sehr lange vertanken, bis du das dann erstmal wieder rein hast. Das soll eher also gewesen sein, mein Fahrbericht zum Kia X-Seat. Mein Fazit nach 2 Wochen X-Seat fahren, ein tolles Fahrzeug mit einer sensationellen Innenraumqualität, mit wirklich toller Technik, mit vernetzter Technik, mit tollen Assistenzsystem, mit einem durchzugsstarken Motor, ja, und natürlich mit 7 Jahren Kia-Garantie. Also das ist schon echt krass, was die Koreaner uns da hinstellen. Ja, und besonders mit dem Blick nach Wolfsburg muss ich sagen, sorry VW T-Roc, gegen den X-Seat kannst du einfach einpacken, sowohl was die Qualität angeht, als auch die Funktionalität. Und natürlich den Preis,
Der T-Roc in ähnlicher Ausstattung, mit ähnlicher Motorisierung, kommt euch fast 9000 Euro teurer. Also wer da mit dem Gedanken spielt, sich so ein Crossover-SUV zuzulegen, der ist mit dem Kia X-Ceed wirklich sehr, sehr gut beraten. Und das ist auf alle Fälle einer meiner Favoriten in diesem Segment. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe VMAX TV. Abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, ja, und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, willkommen bei VMAX TV.